Scheiße, Mann. Okay, ich habe die Hälfte von ihnen abgezogen schon. Frisch Scheiße. Donk. Wie war das? War es das? War das etwa alles, was du hast? Was? Mit deinem trotzigen Widerstand ist es ja nicht weit hier. WTF? Ich muss mal einen kleinen Roboter einbauen. Ja, den brauche ich jetzt ganz dringend. Mach bitte wieder diese Kugel. Komm, mach wieder diese Kugel. Auf das warte ich nur. Du elender Bastard. Er peitscht mich aus hier. Hab ich ihn? Ein nur kleines Stückchen. Nur ein kleines Stückchen. Dann hab ich den Wichser. Okay, komm. So, Wichser. Level up. Aber du warst ein Misserfolg. Wie du schon sagtest, vielleicht sind wir alle Misserfolge. Aber deshalb halten wir uns an den Händen, um uns gegenseitig zu helfen und stärker zu werden. Lächerlich, ihr seid nicht anders als die alten Menschheit. Ich glaube, Juno war schuld. Das alte Volk erhielt eine so nützliche und vielseitige Macht, dass sie aufhörte, sich gegenseitig zu helfen. Wahrscheinlich war das der Grund. Unmöglich, du wagst es, Juno, die Schuld zu geben? Nein, die Menschheit war schuld. Juno hatte recht, Juno hatte immer noch recht. Immer noch recht. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist dem Befehl zu gehorchen, Junos Befehl. Tief in mir trage ich die Worte, die viel wichtiger sind. Als irgendein Befehl es sein könnte. Die Worte meiner Freunde, das sind Befehle, an die ich glaube und auf die ich stolz bin. Ausgerechnet so einer wie du? Bayon? Gib mir den Todesstoß. Du hast Els Dorf niedergebrannt und so viele andere verletzt. Donk. Okay. Aber ich bin ein Jäger und Jäger machen sowas nicht. Was? Du wolltest doch auch nur den Planeten beschützen, oder? Allerdings kann ich dir nicht verzeihen, was du getan hast.
seit mehr als 350 Jahren. Seit so langer Zeit wache ich über diese Welt. Du bist der größte und großartigste Misserfolg, den ich je gesehen habe. Wirklich? Ich denke, das ist der Grund, warum du so ein großes Potenzial hast. Hast du nicht noch etwas zu erledigen? Geh, ich werde dich nicht aufhalten. Los geht's, ich greife auf Tartarus Kern zu. Anfrage der Hybridenklasse bestätigt, Sperre deaktiviert. Ist das Tartarus Kern? Okay, da will ich mal reden. Danach wird alles vorbei sein. Leb wohl, Tartarus. Programmeingabe Recorder akzeptiert. Programmcode abgebrochen. Aktuelle Situation wird neu evaluiert. Und damit ist Phase 4 erledigt. Mission erfolgreich abgeschlossen. Du hast gewonnen. Tartarus und die Machina werden in ihre Dimension zurückkehren. Und was ist mit dir? Ich habe noch nicht anerkannt, dass du oder die anderen der Existenz fertig seid. Denk daran. Aber du hast gewonnen. Deshalb werde ich euch etwas Zeit geben. Solltet ihr jedoch noch einmal als Bedrohung für diesen Planet erachtet werden, wird der Befehl nicht Coda lauten, sondern wieder zurücksetzen. Macht ihr um uns keine Sorgen. Wir werden uns bis dahin geändert haben. Das ist ein einzigartiges Projekt und wird nicht so leicht zu erreichen sein. Wird deine Generation es schaffen? Wenn nicht, dann werden unsere Kinder es schaffen. Und falls sie es nicht schaffen, dann unsere Kindeskinder. Das hört sich sehr langwierig an. Dann folge meine Worten. Erledigt diese Aufgabe so, wie ihr es für euch richtig haltet, aber bringt sie zu Ende. Das werden wir. Diesen Befehl kann ich mit gutem Wissen annehmen. Tartarus ist kurz davor, diese Dimension wieder zu verlassen. Du musst sofort gehen. Okay, ich gehe. Oder vielleicht auch nicht. Könnte ich nicht hier drin mit dem Tag fliegen? Erinnere dich an das Gefühl, das du hattest, als du hier hineingeflogen bist. Dein Roboter besteht aus Nanometall. Du musst es dir wünschen. Sehr stark wünschen. Wünschen? Nanometall liest deine Gedanken und lässt die Form annehmen. Und nun geh. Okay, ich werde es ausprobieren. Man sieht sich, Alterchen. Leb wohl. Leb wohl, mein Sohn. Dun, dun, dun. Vater gegen Sohn. Re-Evaluierung abgeschlossen, Programm Coda wieder eingefroren. In Kürze startet der interdimensionale Transfer. Ich
It's about